Manchmal weiß er nicht, wohin er fährt. Doch er kommt immer an. Didi Hallervorden. Was für eine herrliche Aussicht. Warum macht man solche Ausflüge nicht öfter? Einfach ausbrechen aus der Hektik des Alltags, sich ausklinken aus dem täglichen Stress, um Ruhe zu finden. Nichts als Ruhe. Wenn Sie wüssten, Herr Pfarrer, was ich in den letzten 3 Tagen alles durchgemacht habe, in was für Gefahren ich mich befand, dann würden Sie begreifen, wie sehr ich mich gerade jetzt nach dieser Ruhe sehne. Populärwissenschaftlich ausgedrückt, also auf die einfachste Formel gebracht. Verstehe. Verdünnung eines Spezialgemischs mit, mit Wasser. Didi Hallervorden. Alles im Eimer. Geht Didi jetzt endgültig baden? Dann bekomme ich 50%. Na, jedenfalls kommt er bei den Zinsen fürchterlich ins Schwimmen. Standpunkt. Eben, umsonst ist er tot. Didi Hallervorden. Alles im Eimer. Ja, bitte. Oh, was kommt von draußen rein? Holderi, holdero, Beto. Ich möchte wirklich wissen, wo Larry rumhängt. Ihr wisst es auch nicht, nein? Nee, keine Ahnung. Übrigens, Leo, du hast mir überhaupt nicht gesagt, wie dir mein neuer Hut gefällt. Oh, ich finde ihn hutig, mutig. Du schmeiß sie raus und verschwinde mit ihr. Los! Was zu denken, Franziska, wie er findet. Hey, hallo. Aufwachen. Aufwachen! Aufwachen! Oh, Susan, was hat er mich so ungemütlich? Bitte schon mal super Zahlen für die Störung. Ganz schön verklemmt, der Junge. Wenn die Polizei den Zettel mit der Leiche findet, bin ich geliefert. Leo! Was, der ist leer? Was? Rausgerutscht! Didi Hallervorden. Alles im Eimer. Aber die darf nicht fest. Ich glaube, jetzt drehe ich durch. Max, bitte! Abboxen. Alle Türen öffnen sich für Deutschlands Spaßmacher Nummer 1. Taxi! Volltreffer. Nein, dem bleib ich. Nicht nochmal versuchen. Ich will nicht mehr. Ich hab's mir anders. Didis neuester Kinohit. Didi Hallervorden. Alles im Eimer.